Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet vor. Und im Kapitel Haut, Haare, im Abschnitt Krätze, in Klammern Scabies, endet es mit einem gelben Kasten, Achtung, Intimbereich. Achtung im Intimbereich. Wenn Sie Arzneimittel gegen Krätze im Intimbereich anwenden, sollten Sie beachten, dass sich das auf die Sicherheit von Verhütungsmitteln auswirken kann. Fett- und ölhaltige Produkte können, wenn sie im Intimbereich angewendet werden, die Reißfestigkeit von Latexkondomen beeinträchtigen. Manchmal ist auf der Packung oder in den Beipackzetteln dieser Produkte angegeben, dass sie die Sicherheit von Latexkondomen verringern können. Diese Angabe ist jedoch nicht verpflichtend. Die Reißfestigkeit von Kondomen aus Polyurethan oder Polyisopren wird durch Fette und Öle zwar nicht beeinträchtigt, doch bedeutet das nicht automatisch mehr Sicherheit. Klingt so, als ob man die Metzgertüte zum Verhüten nutzen sollte. Naja, allerdings sind Kondome aus Polyurethan und Polyisopren eine Alternative für Männer und Frauen mit Latexallergie. Und wenn Latexprodukte aus anderen Gründen abgelehnt werden, etwa wegen des Geruchs, vielleicht sollte man dann etwa wegen des Geruchs gar keinen Sex haben. Man schwitzt dabei. Ja, das war's. Es geht weiter mit Läusebefall im Kapitel Haut, Haare.